Yo Leute, was geht? Zetronix ist hier und willkommen zu einem neuen Video und zwar heute zu einem Zuschauerwunsch. Ja, ich gehe auch gerne auf Zuschauerwünsche ein, wenn sie auch wenigstens sinnvoll sind und dieser Zuschauerwunsch, der ist ziemlich sinnvoll, wie ich finde. Ja, das von dem lieben Johann Miller. Könntest du bitte, wenn du möchtest, mal ein Video darüber machen, wie du auf YouTube gekommen bist, warum du das machst, was dir an deinem YouTuber sein alles so gefällt. Falls du solch ein Video schon gemacht hast, könntest du mir bitte den Link als Antwort schicken, wäre echt super. Ja, so ein Video habe ich noch nicht gemacht, im FAQ habe ich ganz kurz erklärt, aber jetzt mache ich ein ausführliches Video dazu, da es das auch schon mal andere gemacht haben. Ja, also, fangen wir mal an, wie ich zum YouTube-Sein gekommen bin. Ja, ich wollte irgendwie schon immer mal YouTuber werden, aber hatte echt keinen Plan, was ich machen kann. Ich dachte so, Let's Player, da gibt's 1000 Leute und da habe ich echt keinen Bock. Ich würde bestimmt nicht mal 100 Abos bekommen, aber ja, dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich hole mir eine PS3 mit GTA, habe ich mir das irgendwann mal gemacht. Letzte Weihnachten habe ich die PS3 dann gehabt bekommen. Habe ich eigentlich noch nichts mit YouTuber, wollte ich noch nicht YouTuber werden oder so. Aber dann habe ich so einen Typ getroffen und ja, mit dem habe ich dann einen YouTube-Channel gemacht. Der hatte dann 30 Abos oder so und 4 Videos oder 2, 4, zwischen 4, 3 Videos, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr, ich habe alles vergessen. Und ja, da haben wir diesen YouTube-Channel gemacht und so, ne. Und ja, aber da... Der hat gesagt, er kauft sich noch eine Elgato, aber hat er dann doch nicht gemacht. Und der hat mich, glaube ich, irgendwie verarscht. Du Anton! Okay, egal. Ja, und dann habe ich den Kanal sozusagen allein geführt. Und da hatte ich keinen Bock drauf, weil ich habe den Kanal ja mit jemandem geteilt. Aber der hat nichts gemacht. Weil es ist ja nicht schlimm, wenn ich den Kanal teilen müsste, aber der hat gar nichts gemacht. Und ja, ich habe gesagt, ja, dann mache ich mir jetzt einen einzelnen Kanal, weil darauf habe ich keinen Bock mehr. Und ja, da habe ich erst mich Omarion HD genannt. Und da habe ich mir nichts bei gedacht, weil das ist so ein Rapper und... Da habe ich einfach mal HD dahinter geklatscht und ja, irgendwann gefiel mir auch der Name dann nicht mehr nach so. Und dann nach 200 Abos habe ich habe erst alles mit dem iPad gefilmt und geschnitten, also mit iMovie und ja, es war, naja. Und dann irgendwann dachte ich mir so, ja, es muss unbedingt mal ein Elgato her und da braucht man einen guten PC. Ich hatte einen PC, aber der war richtig schlecht und habe ich mir erstmal einen neuen gekauft noch dazu und ja, und jetzt läuft der Hase eigentlich, finde ich. Also, dann habe ich die 100 Abos, die 200 und die 300, die 400 und jetzt auch bald die 500. Also, ich freue mich gerade richtig. Ich gucke jeden Tag irgendwie, glaube ich, 10 Mal, ob ich ein neues Abo dazu bekomme. Ist ohne Scheiß. Ich gucke immer, ist wer Neues dazu gekommen, ist wer Neues dazu gekommen, die ganze Zeit. Und ja, also es ist auf jeden Fall richtig chillig, YouTuber zu sein, aber es ist jetzt, ich habe jetzt noch keine große Reichweite, weil die anderen Leute, was ich an YouTube sein cool finde, wenn man also wenn man jetzt so bekannt ist, ApoRed oder Elotrix, Master Scorpion, Montana Black, keine Ahnung, die Leute da, ne? Die haben ja richtig viele Subs und alles und da gibt's Abo-Treffen und so, und da sind fragen Leute nach dem Autogramm, nach Fotos und so, und das fände ich richtig geil, wenn ich so eine große Reichweite irgendwann hätte. Aber das ist schwer, so eine große Reichweite jetzt noch zu haben, weil es gibt schon so viele YouTuber. Und deswegen ist es zurzeit eigentlich schwer, nochmal in der Masse herauszustechen. Man muss eine Idee haben. Es gibt tatsächlich Videos, dieses Pink Fluffy Unicorn Video, ne? Der hat jetzt 500.000 Subs oder so. Man muss sich einfach was ausdenken, was es noch nicht so richtig gibt. Oder man muss einfach nur richtig gute Videos machen. Weil Let's Player gibt es schon sau viele, aber man kann trotzdem noch Let's Player werden, finde ich. Oder na, ich bin jetzt kein Let's Player, so Kommentator, sowas in der Art, ne? Also... Ich bin so Pink Fluffy Unicorns dancing on Rainbow. Tator, kein Plan. Okay. Und ja, also deswegen, YouTuber sein ist richtig chillig eigentlich. Und ich bin jetzt irgendwie nicht auf das Geld geil, weil ich verdiene mit YouTube, um ehrlich zu sein, noch gar nichts. Aber mir ist das scheißegal auf das Geld. Ich scheiß auf das Geld. Aber wenn man das so als Beruf haben könnte, YouTube, das wäre irgendwann mal richtig nice. Also wenn du jetzt wirklich die 100.000 Subs hättest, dann kannst du ja schon richtig gut damit verdienen. Also jetzt nicht, dass du davon leben könntest. Weil leben könntest du vielleicht bei 500.000, 300, 400.000, ja 300.000, davon kannst du vielleicht davon leben. Aber keine Ahnung, ich kenne mich jetzt nicht mit dem Geld und so aus. Das ist jetzt eigentlich nur so eine Art Hobby von mir, weil es macht richtig Bock, die Videos zu schneiden. Ich freue mich immer über jeden Like, über jeden Kommentar. Und das ist einfach nur Hammer, die Kommentare dann zu beantworten, genau. Und einfach nur so geiles Feedback. Ich liebe das, wenn Leute schreiben, gutes Video und so. Ja, manche gucken das Video zwar nicht zu Ende, aber finde ich eigentlich auch nicht so schlimm, weil sie haben es angeklickt und haben vielleicht, keine Ahnung, aber... Hauptsache, sie haben es mal angeklickt und ja, man kann dann auch trotzdem gut schreiben. Ich
ich, um ehrlich zu sein, also es ist jetzt irgendwie so, um ehrlich zu sein, ich gucke mir immer das Video bis zum Ende an und dann schreibe ich einen Kommentar, aber liken tue ich immer erst, weil ich habe da immer so, ich denke mir immer so, ja, das Video wird eh nicht scheiße, deswegen gebe ich schon ein Like, aber das Kommentar dann kommt erst immer später, sonst ist es ja auch scheiße, weil, ja, wie, nachher nochmal eine Frage zu stellen ist auch scheiße. Okay, ich hoffe, ich habe euch alles beantwortet und wenn ihr noch eine Idee habt, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Seatronics ist raus. Tschö mit Öl.